Da bin ich wieder. Ja, nicht mit Howard Carpendale, sondern mit der Hintergrundmusik zunächst, mit der wir immer einsteigen. Und das ist The Tribe Called Quest, Midnight Marauder. Schöner Early 90s Hip-Hop, so wie er sein muss. Der Hip-Hop, wie ich persönlich finde. Richtig schön Style. Q-Tip, Piff und ich vergesse es immer wieder. Richtig, richtig, richtig schöner Sound mit ganz, ganz extremen Jazz-Einfluss in den Beats, weshalb mir das Ganze besonders gefällt. Ja, ihr habt am Thumbnail, wie ich jetzt rausgefunden habe, wie der tolle Mist heißt, den man da zuerst sieht vom Video, das tolle Bild am Anfang, schon gesehen, worum es heute geht. Ich habe wieder ein kleines Paketchen gekauft und ein bisschen mehr ausgegeben für gar nicht so viele LPs wie im Verhältnis sonst, aber ja, was soll ich sagen? Also kurz, langer Sinn, nein, andersrum. Es ist so, eBay Kleinanzeigen, morgens 10 Uhr auf der Arbeit, ich guck mal kurz rein, weil ich gerade Zeit habe, sehe zwei, drei Alben, die mir gefallen, gucke, was derjenige noch so verkauft, weil die echt einen super Preis hatten, sehe, der scheint gerade seine ganze Sammlung zu verkaufen. Besagte 36 LPs, 35, und ja, dann habe ich ihn einfach angehauen, hey, wie sieht's aus, gibt's einen Rabatt, wenn ich alles kaufe, weil interessiert mich vieles, und ja, wir sind uns dann einig geworden bei diesem netten Preis, und ja, es stand überall halt ein guter Zustand, bar, zum Teil nicht gespielt. Nicht gespielt war dann, aber stellte sich zum Teil dann als sealed raus. So, und im Nachhinein, als das Ganze ankam und ich war übergeflasht und nicht so lange quatschen, wir fangen einfach an. Und zwar mit der ersten Sache, es waren gar nicht so viele deklariert, es sollten nur 32 sein, aber es gab ein paar, hat er gesagt, ah, da sind die Cover nicht mehr so toll, die packe ich dir oben drauf. Unbekannterweise. Und unbekannterweise war direkt mal das dabei. Sam Smiths Debüt In the Lonely Hour mit Money on My Mind unter anderem oder haben wir noch? Stay With Me If Your Lover I'm Not The Only One. Also ne, die ganzen großen Hits von ihm. Die ersten ist ein 2014er Original. Es ist eine Sammlung, die sich so über den Zeitraum ja, 2012 bis jetzt ungefähr zieht, so, also relativ aktuelle Sachen. Ja, nicht in Ordnung ist dann halt das hier. Das ist alles und sonst ist nix damit. Also, das sagt schon so ein bisschen was über die Sammlung und das war halt das erste Teil. Es sind so viele, ich will es nicht wieder so lang machen, deswegen teile ich das Ganze in zwei Videos auf. Wie ihr ja schon gesehen habt, dann im kleinen Extra-Ding Part 1 steht. Dann haben wir hier auch Extragabe, auch nicht gewusst, dass bei ist. Das Cover ist sowieso schon so hell gehalten. Das Bau Ben Howard mit Every Kingdom. Da haben wir dann an zwei Seiten leider ein Seamsplit, einmal hier oben und hier. Aber immer noch völlig in Ordnung. Hier, Keep Your Head Up, bekannt, Gracious, glaube ich. Die Titel, ich bin mit Titeln nicht immer so, ne? Ich kenne allem, ich weiß, was drauf ist, aber Titel sind nicht unbedingt immer so meins, einzelne Titel. So, ne? Auf jeden Fall ein sehr gutes, ruhiges, akustisches Album, sehr gitarrenlastig, ist als Singer-Songwriter, würde ich es mal bezeichnen, zu Sam Smith, wer ihn nicht kennt. Es geht schon so ein bisschen in die R&B-Richtung, Soul-Balladen. Also extrem gut. Ein bisschen Abtempo-Nummern auch schon mal, aber ich liebe seinen Gesang halt. Er hat eine Mega-Stimme. So, dann haben wir hier George Ezra, Staying at Tamara's, wie ihr hier oben seht, Signed Version. Also es gibt, der hat glaube ich so eine, ja, es war so eine Limited Edition, wo er ein paar gesigned hat und das ist ein davon. Ja, kann man mal machen, ne? Schönes Cover. Schön so matt gehalten, nicht hochglanz, ich mag ja matte Cover eigentlich fast lieber. Auch hier drin auch ziemlich cool, so dieses ganz schwarz gehaltene Cover und dann quasi raus aus den Balkon fotografiert. Finde ich einen mega Effekt, sehr cool. Ja, nochmal die Rückseite. Schönes Teil ist von 2018, Sony. Ja, bei solchen Veröffentlichungen ist natürlich immer, hat noch nicht alle mit neuen Inner Thieves, weil die sind ja nicht so
Vinylfreundlich ausgestattet, das kommt noch. Ja, George Ezra kennen wir auch alle, ne, mit seiner markanten dunklen Stimme, aber auch sehr, sehr gut. Ja, das Album ist mir jetzt gar nicht bekannt, aber wie gesagt, ihr habt ja den Preis gesehen, so, ne? Und dann, wenn man bedenkt, das sind alles recht neue Veröffentlichungen. Und jetzt, wenn ich nachher noch weiß, wie viele davon zielt sind, hat sich gelohnt, sagen wir mal so. Hat sich gelohnt. Und wir sind uns erstmal noch entgegengekommen. Ich habe halt gesagt, so, wie sieht's aus? Können wir 10% auf alles, wenn ich alles nehme, kriege ich 10%. Dann hat er gesagt, wow, ja komm, machen wir 10%. Und dann waren wir irgendwie bei, weiß ich nicht, wären wir bei 3,90 gewesen. Dann komm, machen wir 3,60 plus Versand. 3,75. Ne? Ja, ja, jetzt kommen wir hier zu dem ersten Zielteil. Und also kann ich eigentlich nicht aufmachen. Habe ich auch schon das Album, aber ja. Naja. Von wegen Lisbeth. Das Debüt, Grande. Sealed, total sealed. Es gibt nur eine Pressung, nämlich die erste. Die ist von 2016, ne? 2016. Das Ding ist vergriffen. Also es ist nicht gerepressed, das ist völlig vergriffen. Ich habe es Gott sei Dank mal für 15 oder 20 bekommen. Ich war mir gar nicht bewusst, was das für ein Schnapp war, weil als ich dann nochmal nachgeguckt habe, also wenn du es jetzt kaufen willst, noch schon geöffnet, ist schon, wäre ich nicht bereit zu zahlen. So, und das Ding ist sealed, also das stelle ich schön weg und das ist wie ein guter Wein, das reift nur. Ne? Also ja, was sind das? Das sind Berliner, glaube ich, ne? So Indie-Pop, war ein Vorband von Anmal Kantarei, da habe ich sie gesehen, live. Und haben mich damals schon überzeugt. Dann habe ich ein bisschen online gehört und dann irgendwann hatte ich Bock halt, das Album zu haben. Ne? Was ist Bitch, finde ich ziemlich extremst gut. Sushi ist mega. Lisa ist gut. Also es sind eigentlich alles gute Songs. Sehr originell. Auch in originelle Instrumentierung. Zum Teil so Kinder-Keyboards mit drin und so weiter. Aber ich finde es geil. Ja, das ist jetzt ein Album, das habe ich schon. Das gebe ich wieder ab, tatsächlich, aber gut, ich wollte halt den guten Preis haben und ja, Adele's 21, das zweite, ne? Ja, ich glaube, ihr zweites habe ich mir damals mal von meiner Frau zu Weihnachten schenken lassen. 2011, kann man mal sehen. Ja, da war es gerade fresh, ne? Rolling in the Deep, Turning Tables, Don't You Remember, Set Fire to the Rain, ja, alles Granaten, ne? Also, ist ja in letzter Zeit ein bisschen ruhig geworden. Debüt und zweiter Album fand ich mega. Dritte, ja, habe ich gar nicht so auf dem Schirm, wie das ist. Aber, also ich zu viel ist auch dabei. Kann ich mir jetzt einen Eindruck verschaffen, sag ich mal. Dann haben wir hier, ja, kannte ich vorher auch nicht, aber fand ich interessant und für einen Zehner habe ich mir gedacht, boah, ne? Weil das war ja im Prinzip nachher der Durchschnittspreis, so ungefähr. Und stand halt UVP. Denkst du dir, ja, ist alles bei und ist so wie es ist, ne? Aber wieder sealed. Glass Animals, Saba. Das Debüt von ihnen. Ein sehr schönes Artwork, wie man hier sehen kann. Ich spiegel mich ein wenig, wie ihr seht. Glass Animal ist eine Indie-Band, übrigens hier auf Harvest, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das Label. Will, läuft irgendwo unter Indie, ist aber für mich ja, irgendwie so ein englischsprachiges Pendant zu Bilderbuch, was ich jetzt nur als positiv meine. Also es ist echt interessanter, also ich habe auch wieder auf YouTube reingehört, so, ne? Erstmal, weil es ist immer schwierig, dann so ein Teil, ich weiß gar nicht, von wann ist das jetzt, von 16 oder so. 14 auch. So, das Ding ist seit 2014 gesealed. Das ist immer schwierig, dann so ein Sealbuch zu machen. Ja, ich weiß, die Musik ist zum Hören da, so, ne? Aber ja, so Bilderbuch, Synthi, Mix aus Hip-Hop, Pop, Synthi-Sound, Down-Tempo, Ambient, ganz Hip-Hop, ganz, ganz, ganz schwer zu klassifizieren. Aber dadurch halt auch mega interessant und mega gut. Übrigens einfach mal ein Tipp von mir auch anzuspielen. Ne? Ja, und weil es so schön war, gibt es direkt mal das zweite Album oben drauf. Von dem ersten gibt es einen Repress. Von dem wieder nicht, ne? Glass Animals, How to Be a Human Being. Auch ein sehr crazy Cover, wie ich finde.
aber auch interessant. Ja, ist halt das Zweite. Und ich habe jetzt, ich habe, um mir den Spaß nicht zu verderben, halt erstmal ins dritte Album reingeholt, was das aktuell ist, um halt ein Gefühl davon zu bekommen, was es ist so, ne? Und sagt mir auf jeden Fall zu. Ich bin gespannt auf die beiden Alben. Sehr, 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 sehr schöne Teile. Glass Animals. So, dann eine Band, die wahrscheinlich alle kennen, zumindest ihr Debüt. Das hier ist halt auch, im Prinzip, jetzt nicht im Prinzip, ist es auch Ziel. Und zwar ist die Rede von Bastille, Other People's Heartage, Part 4. Das ist irgendwie, ich habe mich ja reingelesen, es ist eine Remix-Serie irgendwie. Ich glaube, es sind, also ist halt auch Ziel, weil das Siegel hier oben noch nicht gebrochen ist. Ne? Ich weiß gar nicht, weshalb derjenige seine Sammlung, also eine Sammlung hatte, wo der so viele Sealed-Alben drin hatte. So, ne? Das ist crazy, aber interessant halt auch. Ja, was sind denn hier noch? Es sind halt viele, ja, wie soll ich sagen? Es sind halt Remixe, ne? Ich finde es interessant. Es ist dann auch dieses Colored Vinyl. Ich habe gar keine Ahnung, ne? Bastille fand ich mega, das Debüt von ihnen auch. Und, ja, kleine Überraschungspack da, ne? So, dann aus dem deutschsprachigen Raum in die Band aus Kiel, Leoniden. So, ich glaube, das ist ihr second one. River, Kids Alone, Down the Line, People, Why, Colorless, 123, Not Enough and Slow. Das ist von 2018. Das ist so eine Selfmade-Indie-Band, auch volle Pulle. So, ich glaube, das war, ja, das war vorher mal wohl hier vorne so drauf. Das steckt jetzt drin, was ich ziemlich cool finde. So, dieses Artwork-Prinzip. Again wird wohl dann dieses Album heißen. Ja, werde ich, glaube ich, auch genau so mal. Hier nochmal die Band. Werde ich mal so in der Hülle auch aufbewahren, weil ich das schon auf der Rückseite ist halt Texte. Ne? Ja, Leoniden, englischsprachige deutsche Indie-Band aus Kiel. Wie ihr aus meiner Ausführung herausgefunden habt, gibt's, wenn das zweite Album ist, wird es wohl ein erstes geben. Das ist selbstverständlich auch dabei, Leoniden. Da gibt es auch eine Colored Vinyl von, die ist es leider nicht. Das ist einfach die ganz normale. Leoniden, das Debüt von ihnen. So, Nevermind, 1990. Ich kenne von ihnen noch nichts. Ich habe mir sie schon mal empfehlen lassen, aber noch nichts von ihnen gehört. Aber für einen Zehner quasi neu. Die sind alle neuwertig. Das ist zwei. Wollte ich eigentlich 2017. Ja, neuwertiges Vinyl, aktuelle Bands, 10 Euro. Also, ich bitte euch, Leute. Abgesehen davon hatte ich Geburtstag. Ne, ihr dürft jetzt auch alle mal gratulieren. Nein, Quatsch. Und da kann man sie immer scannen. Ne? So. Schöne Indus-Leaves, Texte, alles dabei, alles, was man sich wünscht. Auch wieder ein schönes, ja, wieder so ein schönes, mattes Pappcover. Sehr schön. Optisch, haptisch und musikalisch. Sehr schön. So, dann Next Blind Thing, was mit drin war, wovon er nichts gesagt hatte. Oder sie, ich weiß gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. War am Namen nicht zu erkennen. Shawn Mendes, Unplugged. Ja, ist natürlich sehr poppy, aber Shawn Mendes ist auf einer doch ganz schön gut. Und das auch nicht mehr ganz so easy zu haben, es ist dann nochmal so ein anderer Fact. Auch hier wird das gleiche Problem wie die anderen. Leichte, weiß nicht, ob es schon Transportschäden von vornherein waren damals, als sie die bekommen hat oder sie oder er nicht so gut damit umgegangen ist. Schönes Doppelalbum. Unplugged ist immer gut, sind wir mal ehrlich. Unplugged wird auch quasi immer Rarität. Schade ist ein bisschen, dass es keine bedruckten Inner Sleeves gibt. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. So, ne, das hätte ich von der Unplugged-Platte eigentlich ein bisschen anders gedacht. Hier, There's Nothing Holding Me Back, ist ne, Ruin Stitches. Also kennt man eine Menge von. Er war ja nun mal in den Charts unheimlich präsent. Und ja, was soll ich sagen? Das Ding ist von 17. Und auch nicht mehr ganz billig. Aber das ist zweitrangig. Sondern es ist nicht mehr leicht zu haben. Und, dann ist man umso froher,
dass man von sich selber behaupten kann, dass man es hat. Zack, Shawn Mendes. So, dann nochmal wieder Sealed One. Ich weiß gar nicht, ob der die erwähnt hatte. Oder die. Was sagt man eigentlich, wenn man dann gendern will, richtig? Ich weiß es gar nicht. Egal. Wollte ich schon länger haben. Ich bin irgendwie nie geholt. Jetzt habe ich es. Sealed. Bruno Mars, Doobs and Hooligans. Bruno Mars, ja, finde ich mega. Was ist denn hier so drauf? Grenade, ja, Catch Grenade, Feuer. The Other Side, Call Me, Marry You, Lazy Song. Ja, Just the Way You Are. Also alles quasi in Charts gewesen. Alles aus meiner Sicht auch echt Top-Pop-Nummern. Also Pop heißt ja nicht immer schlecht. Ne? Also ich finde, es gibt extrem. Das ist das Beispiel, extrem guten Pop. Ne? Und ja, begeistert ein wenig, dass das dabei ist. So, ich war immer so, boah, 17, 18, 20 Euro, ja, aber da habe ich auch die andere, ja, warten wir noch, Bruno kriegt es irgendwann. Ja, hat sich ja bewahrheitet. Und jetzt für einen Zehner, neu. Ich weiß gar nicht, ob es das Yellow, also die Repress sind Yellow, weil ich glaube, es ist ein Repress, also findet man halt erst raus, wenn man aufmacht. So, aber eben die ganze Zeit schon wieder geredet. Debüt ist natürlich auch dabei. Was die mit Bad Blood, also Debüt, also das, was sie groß gemacht hat, sagen wir es mal so. Ne? Ja, auch hier wieder nahezu neu, hier ganz, ganz minimal, aber sonst der Rest. Das sind alles so scheiß Transportschäden, Kacke. Und, aber das kann nicht von dem Versand, den ich bekommen habe. Also, ich habe noch nie, muss ich jetzt mal betonen, ich habe nie ein so hervorragend eingepacktes Paket. Die Person hat immer zwei Platten genommen, dann hat sie die in Packpapier, also dieses braune, ihr wisst schon, was man auch bei Ikea kriegt, so eingewickelt, die zwei, stramm zusammen, wie so ein Paket, aber nicht zugeklebt. Dann darum diese leichte Polsterfolie, nicht die mit Bläschen, sondern diese andere, die so leicht, ja, kann ich schlecht beschreiben, ohne Luft drin, aber so auch weiche, damit eingewickelt. Und das dann immer so gestapelt, da drum Luftpolsterfolie und da drum Styroporchips, also ultra safe. Ihr habt das Paket gesehen, da waren 36 APs drin, also könnt ihr euch gut vorstellen, wie sicher das, da passen ja wesentlich mehr rein, da packe ich 70 sonst rein, ne? In sowas, wenn ich mal so ein größeres Verfügung. Pompeii ist ja hier so, ne? These Things We Lost in the Fire, Bad Blood, also auch das eine Mega-Platte von 2013. Ich wollte mir die eigentlich in Oberhausen mal angucken, hab's dann aber irgendwie versäumt, als sie noch relativ unbekannt waren. Hier, Batten, schön Booklet bei. Also wirklich eine schöne Aufmachung des Albums. Ja, gefällt mir. Auf jeden Fall. Und die Musik sowieso. Ja. So, neben dem Booklet. Das Artwork, dieses ne, Foto, den Scheinwerfer da, die Straße, finde ich mega. Gefällt mir. Fotografie kann viel. Sieht man ja hier. Ne, schön mit Körnung aufgenommen und ja, mega. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, so ein Black Vinyl, ne? Ja, Black Vinyl. Ja, schön. Ah, was haben wir noch? Oh ja. Oh, was ist die? Ich nehme mal runter, hat ja auch einen vernünftigen Blick einmal ab. So. Oh ja, ja, Klassiker natürlich. Ne? Wollte ich auch schon lange haben, auch ein Vinyl gekauft, weil immer das alte Vinyl gekauft. Und jetzt zu einem Top-Preis. Amy Winehouse, Back in Black, darf natürlich auch nicht, finde ich, heute Abend raus. Ne? Auch makellos. Das ist echt alles, als wenn du sie aus dem Laden jetzt hast. Ne? Und dann ist der Preis natürlich überragend. Classic, ne, Rehab, You Know I'm Not Good, Me and Mrs. Jones, Back to Black, Love is a Losing Game, You Can Only Hold Her, Some Only One, ja, gehört haben wir sie alle schon, ne, Top of 21 halt, ne, ja, schade, ja, da unten sieht man es schon langsam, ne, wenn man sich die Reportage anguckt, so wie die aussah, als sie angefangen hat, Musik zu machen, ne, also, kein Vergleich, leicht speckig noch und so, ne, und dann nachher, ne. Ja, naja, es gibt, ich lese immer mal wieder in Foren, dass Leute sagen, oh, die Alte, die sich zurückgefixt hat, sonst hätte auch niemand was von der, so ein Schwachsinn, ich das höre, ne, also wer das nicht anerkennt, dass das grandiose Musik ist, also der hat den Knall nicht gehört, sorry, Alter. So, und dann the last one für heute, ich hab's ja in zwei gesplittet, und zwar ist das der nette Ray de la Lana Del Rey.
Paradise Mini-Album halt, so, ne, ist ein Mini-Album, so rum. Vier Tracks auf jeder Seite, hier ein schönes Cover auch tatsächlich, also die Alben-Cover sind ja irgendwie mal gleich gehalten, dass die so zentral steht und oben Lana Del Rey und dann unten irgendwas anderes. Ja, kann man so machen, ne, Wiedererkennungswert auf jeden Fall. So, Born to Die, The Paradise Edition ist das so rum. Guck mal, bin ich gar nicht richtig informiert. Aber ja, ihre melancholische, tiefe Stimme ist natürlich schon, kann einiges, ne. Manchmal ist es ein bisschen sehr, sehr deep, traurig, aber naja, insgesamt ist es dann doch auch wieder traurig schön. Ja, das soll der erste Part gewesen sein. Schnell, schnell, schnell. Und ja, da kommt man zweiter nach und da knallt es auch ein bisschen, muss ich sagen. Und also eigentlich wollte ich ja nochmal so ein Top 10 machen. Jetzt, ne? Genremäßig war der Plan. Dann kam das jetzt hier zwischen. So, und dann habe ich mir eigentlich schon bei dem Paket gesagt, so jetzt machst du mal eine Pause mit Kaufen und so. Der Alfie hat es ja letztens schon gesagt, oh, du immer so viele neue rein, schaffst du halt alles überhaupt zu hören. Ja, schaffe ich. Aber eigentlich wollte ich mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, auch ein bisschen wieder so in die Sammlung reingehen. So, ne? Und nicht immer nur neu, neu, neu. Ja, was soll ich sagen? Also, ich war gestern tatsächlich schon wieder unterwegs und das wird, also jetzt kommt ja erstmal die nächste Partout und dann kommt das, was ich gekauft habe. Nochmal, naja, ich sag mal besser nichts. Also war der Plan, nichts zu kaufen, aber da konnte ich definitiv nicht nein sagen. Sagen wir es mal so. So, nur um ein bisschen die Spannung hoch zu halten. Ja, und dann will ich jetzt echt mal erstmal Pause machen. Wenn ich das jetzt wieder so laut sage, dann wird wahrscheinlich wieder, ne, dann was kommen. Aber ich muss eigentlich standhaft bleiben. Ja, und dann geht es irgendwann mal mit Innersammlung tiefer drin weiter. Und mal so eine Pause von ein, zwei Monaten hoffentlich, was Kaufen angeht. Toi, toi, toi. Hoffentlich halte ich es durch. Naja, egal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Die, die noch nicht getan haben, dürfen ruhig den Kanal abonnieren. Ich bin aber auch niemand böse, wer es nicht tut. Und Like ist nett, aber kein Muss. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Part 2. Und wer zum ersten Mal hier ist, es gibt jede Menge, was ihr noch sehen könnt, was schon vorher gelaufen ist. Also wenn ihr an Vinyl interessiert seid, könnt ihr mal schauen. Bei mir, aber auch bei anderen Leuten. Gunnar Frei, Alfie Vinyl, natürlich bei P33 und Guidos Plattenkiste muss ich wahrscheinlich nicht erwähnen, weil wer hier auftaucht, ist da wahrscheinlich auch schon aufgeschlagen. Also in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.